So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind ja immer noch im Krater und wir mussten unsere Gruppe nochmal aufteilen, deshalb laufen wir nur mit Tifa rum. Ich habe keine Ahnung, wie man in diese Kiste kommt, aber vielleicht kriegen wir da noch eine Möglichkeit. Wenn jetzt nochmal so Zauberkessel auftauchen, bin ich bumpig. Och nee, nicht so einer wieder. Tut mir leid. Hatten wir nicht fliehen? Scheiße. Ultima. Wir hauen einfach alles an Schaden raus, was wir haben. Wir wollen den möglichst schnell umbringen. Ja, 6480. Oder was andersrum, egal. Ist schon nicht schlecht. Jedermanns Albtraum. Okay, das ist gegen Tifa nicht so stark zum Glück. Laut Zauber. Ach ja, der hat ja noch eine Beschwörung. Bahamut Zero, bitte. Ja gut, sie kann ja schon mal den Zauberatem auswählen. Fehlt nur noch ein Ziel. Aber ich kann mal gucken, wie auf Trine und Aqualung und sowas reagiert. Todesurteil dürfte immun gegen sein. So, da kommt er. Bahamut Zero. Hier kann man nach Belieben auch einen Shooter-Whoop-Sound einspielen. Aber ich denke, ich lasse das. So, mein Herr. Ich denke, ich gucke erstmal, wie die Trine bei ihm wirkt. Hatten wir nicht. Ach ja, wir haben ja Regeneration, die sollte ich vielleicht mal einsetzen. Das ist bei Zitrine, war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Feintechnik. Wie sieht es mit dem Flammenwerfer aus? Ach, nicht so berauschend. Komet. Feintechnik. Aqualung hatten wir noch nicht. Ja klar, bei einem jedermanns Albtraum, beim anderen Messer. Objekt, wo ist die gute alte Phönixfeder? Feintechnik, Aqualung ist jetzt nicht rangekommen, glaube ich. Und Heilung 3. Ja, 2200 ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, eigentlich lohnt sich nur so wirklich der Zauberatem. So, bald muss er doch mal tot sein. Todesurteil ist der hundertprozentig immun. Komm, Cloud, hau noch mal ein Ultima raus. Jedermanns Albtraum auf Tifa ist in Ordnung. Ja, besiegt. Und Cloud braucht erstmal einen Top-Äther oder sowas. Und der lohnt sich überhaupt nicht. Also der bringt ein bisschen Erfahrung und das war's.
Also Materia, du kriegst das Fliehen wieder rein. Meinetwegen statt des Asteroiden. Schluss ist es, oder? Ja. Objekt. Ja, komm, hauen wir eins davon raus. Zack, sind alle wieder voll. Kann weitergehen. Ah, hier ist auch eine Truhe. Was denn nu? Was ist das für einer? Er macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Und wir können in den Nahkampf angreifen, das ist praktisch. Träne? Wie niedlich, ein Schaden. Auch schon besiegt. Vielleicht droppt er was Schönes. Man weiß ja nie. Augentropfen, okay. Heldentrank. Ich glaube, der erhöhte die Statuswerte im Kampf. Jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, das war der falsche Weg, oder wie? Ach nee, man kommt noch hier oben lang. Boah, man kommt hier echt keine zwei Schritte, ohne kämpfen zu müssen. Ah, schon wieder ihr Elixier geilen. Oder wollt ihr was anderes? Wir kritten euch mit null Schaden weg. Sagt was. Was, wie? Gib mir Elixier, sagst du. Okay. Du willst Elixier, dann bekommst du Elixier. Bei euch lohnt es sich ja wenigstens irgendwie. Gegenangriff Level up, das ist geil. Und ein Turboäther. Zauber fliehen. Darauf habe ich keine Lust. Diese komischen Viecher, die lohnen sich so gar nicht. Sieht aus, als wären wir schon relativ nah am Krater dran. Da im Kraterinneren. Ach, noch ein Auge. Ach komm, machen wir mal eine Regeneration drauf. Und Tifa darf prügeln, das kann sie ja gut. Ja, den Kill hat sie sich verdient. Und nochmal Augentropfen. Ich frage mich, ob es hier noch andere Orte gibt, an die wir können, ehe wir da in dieses Leuchten gehen. Ah, nein, 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 nein. Die Haltung hatte gerade was von Dragon Ball. Hier geht's nämlich noch in eine Höhle. Oh. Glückskapsel. Yay. Stellt sich die Frage, wem das... Wo sind Barret und die anderen?
Müssen die eigentlich alle hier langkommen, oder wie? Verlass uns nicht, Cloud. Oh. Hallo, sind wir spät dran? Ah, die kommen jetzt alle. Der Mittelpunkt des Planeten. Ach, wir können mit den Leuten reden. Das ist's. Hier, Cloud. Heilmittel. Oh, cool. Ich wollte noch weiter mit den anderen reden, Mensch. Was hat denn Sid zu sagen? Hey, Cloud, das habe ich unterwegs gefunden. Elixier. Ach, die geben einem jetzt Items, die sie gefunden haben. Cloud, das habe ich gefunden. Gemütskapsel. Hey, Cloud, das habe ich gefunden. Elixier. Was? Übrigens, Jaffe, hast du unterwegs was gefunden? Gut, okay. Hier, Cloud. Letztes Elixier. Was ist denn letztes Elixier? Aber ich habe es gefunden. Gib's mir zurück, wenn du damit fertig bist. Was macht denn das letzte Elixier? Habe ich es jetzt einfach übersehen? Ich glaube, ich übersehe es einfach die ganze Zeit. Wie sieht es mit Vince aus? Gib darauf Acht. Noch ein letztes Elixier, gut. Lass uns aufbrechen. Nun, Leute, lass uns aufbrechen. Verdammt, schon wieder? Red nicht wie ein Schwächling. Kannst nicht einfach los jetzt oder sowas sagen? Los jetzt. Was? Sieh mal, wie viele. Scheiße, sie kommen in voller Stärke. Cloud, geh du zuerst. Ich kämpfe hier mit. Halt die Klappe, du Idiot. Das bringt uns gar nichts, wenn jeder hier bleiben will. Barrett hat recht. Du nimmst zwei von uns mit und gehst voran. Der Rest stößt später wieder zu euch. Wie eine Übung, bevor es ernst wird? Ja, die Generalprobe. Hihi, kein Problem. Macht wahrscheinlich mehr Spaß, hier unten gegen Sephiroth zu kämpfen. Vielleicht ist es eine gute Art, sich die Zeit zu vertreiben. Sie kommen. Sind schon im Stockwerk neben uns. Cloud, entschließ dich jetzt. Tifa bleibt bei uns und wir nehmen Barrett dazu, würde ich sagen. Lief bisher ganz gut. Jeder von euch. Bis später. Jawohl, bis später. Ja, das sieht schon mal interessant aus. Okay, hier kämpfen wir also. Können wir den nur mit Fernangriffen angreifen? Wahrscheinlich, wir probieren es trotzdem. Wie, Barrett hat keine Materia. Ach ne, wir können ganz normal angreifen, okay. Müssen wir Barrett gleich seine Materia zurückgeben, das ist ein bisschen lästig. Ach, Träne macht traurig. Na, war irgendwie verständlich. Kill für Tifa. Augentropfen, okay. So. Was wir brauchen, oder besser, was Barrett braucht. Du kriegst Analyse. Du kriegst zweimal Objekt. Schadet, glaube ich, auch nicht, wenn er das hat. Extra HP. Ja gut, nochmal extra HP, glaube ich, kriegt er Tiefe. Wo Feintechnik. Die hier zumindest.
Raubanalyse. Komm, kriegst noch den Schokobo-Köder. Die Manipulation, die Wiederbelebung. Multi-Angriff und Morph. Oder gib ihm statt dem Schokobo-Köder den Todesstoß. Komm. Und was machen nochmal die Augentropfen? Kuriert Blindzustand, okay. Aber das klingt wirklich so, als würde es gerade auf den letzten Kampf zugehen, was eigentlich ungewöhnlich wäre, aber kann auch sein, dass es wirklich der letzte Kampf wird, was mich ein bisschen stören wird, weil wir haben noch lange nicht alle Limits. Und das Spiel macht Spaß. Ach, hier geht's lang, okay. Hallo? Geht doch. Boah, sind dies? Klaut einmal Regeneration auf die Truppe. Tifa haut drauf. Und Barret guckt erstmal, was ist das überhaupt? Schatten. Aua, das war ordentlich. Feintechnik Schatten erhalten und Barret hat Limit. Drachenzombie Level 54, okay, ordentlich. Schwach gegenüber Heiligkeit, ja gut, das haben wir leider nicht. Barret Hammerschlag hat er, das haben wir glaube ich noch gar nicht eingesetzt. Tifa Haut, das kann sie gut. Wie geheilt. Jetzt sag mir nicht, er ist tot. Doch, er ist tot. Objekt, wo ist die gute alte Phönixfeder? Von der haben wir ja auch nur noch 10 Stück. Die beiden halten das problemlos aus. Tifa ist vorher dran, deshalb eine Heilung 3, dass Barret auch wieder geheilt ist. Irgendwie scheint das Vieh Barret auf dem Kieker zu haben. Und so extrem viel Leben hatte das doch auch nicht. Komm einmal Ultima, ich setz Vieh hin. Oder was macht das jetzt? Anormaler Atem. Ja, Barret macht seinen Zweimalschlag. Wenn das nach Ultima noch lebt. Ja, tut es. Pandora. Wie das. Ist das eine Beschwörung oder was macht das Vieh? Fragezeichen. Ach, so eine Zufallsattacke. Nein, das sollte keine Werbung für Tadel sein. Alle haben überlebt. Feintechnik Pandora erlernt. Öffnet man wohl Pandoras Büchse. Und ich würde sagen. Hier, schmeißen wir uns erstmal noch ein Mega-Elixier rein. Oder, wobei es reicht eigentlich ein Elixier für ihn. Ja, ein Äther reicht auch erstmal aus und die Heilung kriegt er sowieso. Und dann mache ich hier mal Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, cheerio, bis morgen.